Ey, Flitzpiepe. Ja, kostet aktuell so ein Hütet Set Spieler-Darts. Also für Darts-Anfänger, Einsteiger, so ins Begriffarten, aber tanzen. Und halt nicht so teuer. Spieler-Darts. Du meinst vielleicht so vom Gabriel Clemens, Bill Taylor, The Espinel oder vielleicht auch Barney? Auch beliebt. Naja, ich sagte ja nicht so teuer. Ich meine, so ein Gaga, wo fängt denn der an? Bei dem Fuffi, oder? Locker. Ja, easy. 34 Euro von Target, Marke. Ja, sicher, Alter. Hast du Glühwein oder Rum im Tee gehabt? Ich sagte doch Tungsten-Darts, nicht Messing. Ja, ja, ich hab dich schon verstanden. 34 Euro. Hier. Alter, wo hast denn das aufgejabelt? Gaga zum Beispiel. 80% Tungsten-Darts, 3 Sätze Schäfte dabei, 3 Sätze Flights, Darts Wallet und sogar noch 1 Monat gratis spielen über die Darts-Counter-App von Target. Komplett Set, 34 Tacken. Das vom LKW gefallen, oder? Ja, vertrau halt dem Olli. Geiler und günstiger geht's aktuell meiner Meinung nach nicht. Es sei denn, du brauchst keinen Spielernamen. Dann nimm die Target Ares, wenn du jetzt flink bist, kriegst du die für 24 Euronen. Und damit ein fröhliches Hallo, liebe Dartsportfreunde, zu einem Schnäppchentipp der besonderen Art. Ja, wer die Launches so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass Target jetzt zum Jahresende den letzten Launch nochmal rausgehauen hat. Dabei gab es zum Beispiel neue Versionen der Target Kalt-Serie, die jetzt Envy heißt, oder der beliebten Target Bolide oder Bolide-Serie in Silber, die jetzt in einem anderen Coating nochmal neu rausgekommen ist. Was einige aber nicht so ganz mitbekommen haben und was Target nicht so groß bewirbt, ist der Secret Launch einer Einstiegsserie für Darts-Anfänger und Einsteiger, würde ich sagen, oder generell Preisinteressierten, auf eben nicht so den üblichen Fachhandelsplattformen. Und ja, ich rede von Amazon. Wenn du da jetzt mal Target Darts eingibst, dann stößt du auf günstige Einstiegskomplettsets von Spielern wie Phil the Power Taylor, Raymond van Barneveld, Nathan Espinel und Gabriel Clemens. Und da finde ich, gibt es wirklich nichts dran zu meckern. Und da really, guck dir das Ganze mal an, was du da als Gegenwert erhältst. Interessante Barrel mit wirklich gut gemachten Griparten. Ja, 80% Tungsten, ist aber vollkommen in Ordnung zu dem Preis. Und dazu, und das finde ich hier immer den Knaller, gerade für Darts Anfänger oder Einsteiger, 3 Sätze Schäfte, das heißt 9 Schäfte und ebenso viele Flights. Und da hast du eben nicht diesen Anfängerfrust, wenn du dir ein Komplettset holst mit einmal Schäften und einmal Flights. Und die fallen dir dann runter oder bouncen raus, was ja am Anfang öfter mal der Fall ist. Und Fachhändler kennen dieses Lied. Ja, ich habe mir dann komplett Set Darts gekauft, ist einmal runtergefallen, Schaft gebrochen, kann ja nicht sein, meine Darts sind kaputt. Und ich habe hier exemplarisch mal die German Giant Darts, denn die haben mich ehrlich gesagt auch preislich im Vergleich zu den deutlich teureren sehr interessiert, weil die denen sehr, sehr ähnlich aussehen. Die Varianten hier gibt es wohl immer in 22, 23, 24 Gramm. Taugt mir ganz gut, 23 Gramm ist ja eh mein bevorzugtes Gewicht. Immer in so einer kleinen Packung und auf der Rückseite hier kann man es dann auch schon lesen. What's in the box? Ein Set von Tungsten Barrels, 9x pro Grip-Schäfte, 9x pro Ultra-Flights. Einmal eine Dart-Counter-Card, womit steht hier ja auch schon drauf, ihr einen Monat kostenfrei die Dart-Counter-App von Target nutzen könnt. Und ein ganz kleines Wallet, was manchmal auch anderen Target Darts Flights, Flights sage ich schon, Steel Darts natürlich beilegt. Also insgesamt, klar kann man jetzt hier nicht ein riesen Mega-Paket erwarten, aber insgesamt ist es doch eine schöne Sache. Das ist die angekündigte Karte für einen Monat kostenlos Dart Counter App spielen. Hier ist dann das Wallet, so wie es sich anfühlt, sind wohl die Darts hier dann schon mit drin. Gucken wir gleich mal rein. Und dann, das ist das Set an Schäften. In 3 Farben auch noch. Alle jetzt eine Länge, aber okay. Die normalen Target Pro Grip Schäfte, schwarz-weiß-gelb. Und dazu, jawohl, eben die passenden, aber auch schon eben Target German Giant Flights. Packe ich das mal beiseite. Können wir ja gleich mal draufziehen. Ja, und so ein Wallet, na klar, das ist jetzt kein richtig krasses Darts Case oder so, aber immerhin etwas, wo man die Darts jetzt erstmal verstauen kann, wo die sicher drin liegen. Na, und wenn ich mir die Barrel angucke, das ist doch super. Silberne Barrel, klassischer Ringgrip, hinten deutlich griffiger als hier vorne, dazu hier schon die Deutschlandfarben drauf. Also zu dem Preis, Jungs, Mädels, wer will denn da noch Brass Darts kaufen? Also ehrlich, ist doch ein geiles Setup. Ich habe jetzt einfach die schwarzen Pro-Grip-Schäfte mit diesen gelb-schwarzen Flights dazu genommen. Aber really, wenn du jetzt zockst und gut, die Pro-Grip-Schäfte, ihr wisst, ich bin da nicht der Mega-Freund von, man kann die lochen, dann sind sie haltbarer, aber diese kleinen schmalen Ringe, da kann schon mal schneller einer von abgehen, die schießen sich halt schnell runter.
Aber ist ja gar kein Ding. Erstens mal, am Anfang wirst du jetzt so enge Gruppen noch nicht spielen, dass dir genau das passiert. Aber eben wenn du mal einen Flight zerschießt oder dir irgendwas hier kaputt geht. Schäfte, Flights sind Verbrauchsmaterial. Aber ich habe ja keinen Stress. Ich weiß doch, ich habe hier noch. Und von der grundlegenden Machart oder Gripart, muss ich mal sagen, der Gabriel Clemens, der ist auch neutral genug, da kannst du jedes andere Setup noch hinten drauf machen. Sind schon ordentliche schwarze Spitzen verpresst und es macht für mich alles echt einen grundsoliden Eindruck. Also und nochmal, das sind Spielerdarts. Da ist sogar ein Phil Taylor und Raymond van Barneveld dabei. Oder mit The Asp eine leicht kopflastige Variante. Na 100. Ich dachte schon 140 für die erste Aufnahme. Ups, der steht gerade nicht so. Aber macht nichts. Einfach draufziehen. Back. So. Hätte jetzt mal eine Szene sein können, wo dir vielleicht noch was kaputt geht oder so. Robin Hood mäßig. So what? Ich könnte wechseln. Wäre doch gar kein Ding. Oh, 140. Aber komm, da kannst du wohl echt nicht meckern. Oh, da war gar nicht 90. Na gut. Kann ja nicht immer klappen. Einmal 418. Ja, geht doch. Schönes Grüppchen. Also, kann man da wirklich nichts sagen. Hallo, einmal Lieblingsdoppel. Hoch, so hoch. Ha! Mit Flight irgendwie ums Eck reingemogelt. Also, ganz ehrlich, die stecken gut, ist eine normale Spitze. Ja, die haben eine ganz leichte Kante da vorne. Klar ist das jetzt nicht der Gaga Generation 2 oder so, aber ehrlich, für diesen Preis 80% Tungsten, Spielerdarts, komplettes Setup, dazu hier hinten schön griffig, da ist nochmal so ein kleiner Unterbrecher, kann man sich kurz orientieren. Vorne ein bisschen glatter durch das Coating einfach, beziehungsweise das wahrscheinlich ein Painting. Na also, da ist dann mal der erste gleich drin, der zweite drin und der dritte drin. Also kommt, einen besseren Beweis, dass man mit den Darts auch was anstellen kann, kann es doch gar nicht geben. Also Jungs und Mädels, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Spielerdarts, und zwar gute, also allein vom Tungsten-Barrel her, wirklich anständige Qualität mit einer vernünftigen Spitze reingepresst. Dazu brauchbares Setup und das Ganze für 34 Euro, nach meinem Dafürhalten, absolute Schnäppchen. Und es so gesehen auch nicht nur für Darts-Anfänger oder Einsteiger, sondern einfach auch für Leute, die sagen, ey, ich will keine 50, 60, 80, 100 und mehr Euro für ein Dartset ausgeben. Und wenn du nicht mal einen Spielernamen brauchst, dann bist du mit den Ares oder ich glaube Artemis heißen die, nochmal ein paar Euro günstiger. Und wenn da ein Set dabei ist, mit dem du wirklich gut klarkommst, würde ich mir sofort ein zweites oder gar drittes Set auf Halde kaufen und dann hast du eigentlich erstmal Ruhe. So, und in Ruhe lasse ich euch jetzt auch bis zum nächsten Video. Aber wenn du noch nicht abonniert hast, kannst du gerne mal den Knopf da unten drücken. Gibt noch weitere nützliche Videos. Und bis dahin, danke fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.